rote Teppich für die Kingsiana, umgeben von wunderbarer Literatur. Und hier haben wir den wunderschönen und ganz toll dekorierten Kingsiana-Tisch mit unseren Empfehlungen, die ihr natürlich noch auf der Seite von Hugendubel euch ansehen könnt. Hier mal ein kleiner Schwenk und es sieht schon sehr, sehr geil aus. All seine Favoriten, ja, so auf einem Schlag zu sehen, also das ist und immer wieder auch sehr, sehr geil. Also das ist ja so der Moment, wo man auch ein bisschen erfreut, sprachlos sozusagen ist. Es ist schon, ja, und dank des Meisters sind wir sozusagen alle hier. Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen aus der Hugendubel-Filiale in Frankfurt. Wir sind die Kingsianer, alle hier. Es gibt jetzt eine blinde Booktuber-Challenge. Und wie es Thorsten so schön sagt, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Werden mir jetzt die Augen verbunden vom wunderbar charmanten Phil. Und ich werde von meinen drei Kingsianer-Kollegen einfach mal hier durch die geile Buchhandlung geführt. Und ich hoffe, dass sie mich zu ganz tollen Büchern führen. Und ja, ihr seid jetzt live sozusagen mit dabei. Steffi, vertrau uns einfach. Oh, das ist gar nicht so einfach. Einmal fest, genau. Ja. Habt ihr einfach Knoten gemacht? Ja. Ja. Wenn es weh tut, sag Bescheid. Nein, es ist. Ich bin Schmerzen von dir gewöhnt. Ja. Einmal winken für die Oma. Ja. Kannst du einfach mal ein bisschen schauen? Ja, kälter. Vielleicht eher noch unten so. Ja, kannst dich auch mal hinknien, also wie du möchtest. Oh, das war's. Ja, ne? Ja, oh, so ein bisschen vielleicht. Was ist das? Was ist das? Wieso? Nee, der kann leider nicht rein. Nee. Wieso willst du das bekommen? Ich will es auch unbedingt. Ich glaube, ich tausche meinen Psychothriller ein. Ich will es auch unbedingt. Das mache ich auch. Super ist ja immer geil. Und ich weiß, ja, darf ich gucken? Willst du es nehmen? Ja. Darf okay, ich wer, okay. Ja, was sagen die anderen? Ja, Steffi, na klar. Also ich finde, ich habe gelesen von ihm und ich fand's gut. Ich dachte, ja, das war auch eigentlich Sarkasmus, also ich mit dem nicht schreiben. Ich wollte dich vor allem eigentlich gar nicht dahin führen, aber ich bin gut, ne? Dann nimm das. Darf ich gucken? Komm mit. Ja, sehr schön. Markus, das habe ich so gar nicht geplant. Ich habe es auch gar nicht gesehen, dass das da steht. Wo wolltest du mich denn hinführen? Könnte ich vielleicht so irgendwie den Fährmann oder vielleicht so... Ja, die Fantasy. Heinz ist auf jeden Fall geil. Also, aber das ist ein Schuhwagen. Ne? Er stört mich nicht. Ich finde das echt Hammer. Ich würde das auch nicht stören. Aber also ich habe von der Reihe auch noch nichts gelesen, von daher... Musst du auf in deine Kamera gucken, weil jetzt bin ich dran, jetzt führe ich Steffi. Ja. Ja, wir gehen einmal hier. Ist öffentliches Recht, das zweite ist Strafrecht und das dritte ist Zivilrecht. Ich wollte zum BGB. Das haben wir da vorne liegen, aber du kannst vielleicht noch mal einmal runter. Das haben wir da vorne. So,
da haben wir, also wir sind hier wieder in der naturwissenschaftlichen Abteilung. Politisch. Und ja, Politik, ja, Psycho, ja, ja. Das ist das Landesrecht Hessen, die Textsammlung. Du kannst dir also schon vorstellen, wo du bist. Also jetzt such gut aus. Das ist ja größer. Das ist groß. Das ist ein... Ja, also wir sind hier bei einem... Ja, ist das ein Autor? Es riecht grün mit Glitzer. Ja, grün und Glitzer ist... Einhorn. Ich mag das Format. Ja. Ja? Ist das was? Es sind auch Bilder drin. Bilder? Das ist also quasi ein... Sind in der Kinderbuchabteilung? Ja. Das finde ich doch das schön. Ist für Kinder ab 6 Jahren, würde ich sagen. Ja. Oh, ist das nicht ein bisschen... Ja. Ist das nicht zu... Und die Illustrationen sind auch zu viel für mich? Begreife ich das schon? Ja, das begreifst du. Ich finde das schön. Und wenn du es begriffen hast, kannst du es mir ja auch erklären. Dann würde ich das nehmen. Ja, dann guck doch mal. Darf ich erst aufstehen? Ja, bitte. Danke. Ah, ja, Moment. Ah, Stephen Hawking, sehr schön. Die illustrierte Kurzgeschichte. Ich wollte erst Stephen King und dann dachte ich, es gibt ja noch einen zweiten Stephen. Ja, und der ist ja geil. Einfach nur geil. Die kurze Geschichte der Zeit. Oh, schön. Mit geilen Illustrationen. Ja, toll. Und wenn du es wirklich verstanden hast, und, auch die Zeitkrümmung, dann sag's mir, dann erklär's mir. Super. Ah, ich freue mich, danke. Ja. Gut. Jetzt bin ich dran und wir gehen einmal gerade. Ich mache es dir jetzt nicht so schwer. Oh. Ne? Weil wir haben eh schon. Ja. Ne? Wir schwitzen. Einmal nach links wenden und stopp. So, du hast jetzt unter dir direkt eine Ablage. Ich würde aber sagen, du greifst direkt einmal ganz einfach direkt vor dich. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen mehr rechts. Und es steht, es wackelt ein bisschen. So. Das wäre zum Beispiel was. Wo ich glaube, dass es... Ja. Ja. Du könntest auch noch einmal... Oh, das weiß ich nicht. Was ist mit dem, mit Steffi? Kennt sie schon. Kennt sie, okay. Ja, also... Taste doch mal, was denkst du denn? Ja, Hardcover. Kannst du am Buchschnitt irgendwas ertasten? Einen Buchschnitt? Ja. Von der Anzahl? Vielleicht, keine Ahnung, 350 Seiten? Ja. Es fühlt sich mit dem hier so interessant an. Ist das eigentlich, lass mich mal. Ah ja, nee, okay. Ah ja, nee? Ich habe nur was festgestellt. Auf jeden Fall fühlt sich das gut an. Was ist da noch so? Ja, das ist, können wir den Tipp geben, dass das, was du da gerade angefasst hast, von derselben Autorin ist? Wie das, was du hier gerade hast. Können wir den Tipp geben oder gibst du den Tipp schon? Ich geb den Tipp. Okay, also kenne ich die Autorin? Ja. Mag ich die? Ja. Dann stünde ich ja nicht hier vermutlich. Es geht jetzt nur noch um die Frage, ob du das nimmst, was du da schon die ganze Zeit so anfasst oder ob du das weiter unten dich... Ich glaube, man kann es sogar erfüllen. Wirklich? Ja. Vielleicht, ich glaube, man kann es erfüllen, wenn du ein bisschen weiter unten fühlst, noch weiter da. Oh Gott, nein. Ich merke, dass da was ist, aber... Also nicht den Titel erfüllen, aber vielleicht das Cover dann erfüllen, oder? Das müsste dann doch gehen. Nein. Aber du musst dich halt jetzt entscheiden, ob du es... Nimmst du es? Ja. Okay, dann nimm aber noch das Eingeschweißte natürlich. Aber zum Zeigen. Ja. Oh, sehr schön. Oh, das sieht toll aus. Und der ist roter Buchschnitt. Ja. Oh, das ist echt Hammer. Sehr schön. Oh, grandios. Oh, Patti. Schön, haben wir gut ausgesucht. Perfekt. Okay. Schön.